Über Beutzen könnte ich Ihnen ja noch so viel erzählen. Aber ich will noch einen ganz wichtigen optischen Sachverhalt demonstrieren und an Ihre visuelle Intelligenz appellieren. Und das alles mit einer Frage verbinden. Die Frage stelle ich aber erst nachher. Und ich bitte Sie, sich ganz exakt auf diesen Hinterhof zu konzentrieren. Sehen Sie selbst. Nichts zu sehen. Absolute Leere. Keine Menschenseele. Ein absolut leerer Hinterhof. Sie konnten sich selbst überzeugen, der Hinterhof war absolut menschenleer. Ich aber behaupte, es waren auf dem Hinterhof 31 Personen. Und ich stelle nun die Frage an Sie, Sie können sie mir sicher nicht beantworten. Wo waren die Menschen? Ich bin fair und gebe Ihnen Bedenkzeit. Und nun zur Lösung, die für Sie vom größten Interesse ist. Ich habe vom dritten Stock aus alles mitgefilmt und die Manipulation aufgedeckt. Achtung, meine Damen und Herren, wir beginnen. Und vorsichtig, dass Sie mir nicht ins Bild kommen. Schnell genug, ja. Sehr gut. Etwas schneller, ja. Wir müssen hier aufpassen. So ist es sehr gut. Und da noch mal etwas schneller, ja? Schneller, auch danke! Mit dem Leichten haben es namentlich wir Deutsche immer sehr schwer gehabt. L'esprit, der schwebende Humor, war nie unsere besondere Stärke. Gott sei Dank gibt es hier eine Ausnahme. Meine bereits 1929 entstandene Etude burlesque, Les deux Sars. Ein rasantes Capriccio. Auf Deutsch, die zwei Zaren. Es war in Wiesbaden. Da fand in den 20er Jahren eine Begegnung statt, die den Lauf unserer Welt zwar in keiner Weise verändern, jedoch auch nicht umgestalten sollte. In eben dieser Stadt trafen nämlich zu jener Zeit zwei Männer zusammen, die einst die Geschicke, wenn nicht der Welt, so doch ihrer beider Länder in bedeutender Weise gelenkt hatten und die nun, durch wirre Zeitläufe ihrer Ämter verlustig gegangen, einander ganz unverhofft gegenübertraten, zu keinem anderen Zweck, wie wir sehen werden, als um gemeinsam ein durchaus peinliches Abenteuer zu bestehen. Bei den Genannten aber handelte es sich um niemand anderen als die ehemaligen Zaren der Bulgaren und der Rumänen, welche sich nun in einer leidlich belebten Straße der inneren Stadt über den Weg laufen sollten. Sich sehen und einander erkennen war beinahe eins. Ja, grüß dich Gott, Zar Bokul. Zar Ivan, welch ein Zufall. Wenn es wirklich ein Zufall war, der sie zusammenführte, so wollte derselbe Zufall es auch, dass unsere Zaren nun stracks ein nahegelegenes und wohlrenommiertes Kaffeehaus aufsuchten, um ihre Begegnung dort zu vertiefen und ein wenig zu feiern. Nicht ahnend, wie ungern sie sich später daran erinnern sollten, betraten sie dasselbe voll froher Erwartung. Sie hatten indes noch nicht einmal ihre Mäntel abgelegt, als sie sich auch schon auf die schmeichelhafteste Weise erkannt wähnten, da just in diesem Augenblicke ein Gast in ihrer unmittelbaren Nähe das Wort Zaren aussprach und sogar mit noch mehr Nachdruck wiederholte. Zaren! Angenehm berührt, ja mit den hoffnungsvollsten Mienen, begaben sich die vermeintlich bei ihren Titeln Angesprochenen an den Tisch des Rufers, der sich jedoch nicht weiter um sie bekümmerte, sondern ein weiteres Mal Zaren, Herr Ober! Zaren! Und der offenbaren Betroffenheit unserer Zaren nicht achtend, ich will endlich Zaren, Herr Ober! Ausrief, dergestalt, dass endlich selbst unsere Zaren einsehen mussten, dass sie lediglich der falschen Aussprache des Wörtchens Zalsch zum Opfer gefallen waren, dass also keine ja, Zaren gemeint sein konnten, sondern der Gast lediglich seine Rechnung hatte begleichen wollen, was er denn auch ohne weiteren Verzug und in aller Gemütsruhe tat.
Was blieb angesichts dieser vollkommenen Nichtachtung unseren Zaren noch anderes übrig, als das unselige Kaffeehaus auf dem schnellsten Wege wieder zu verlassen? Um eine eitle Hoffnung ärmer trollten sich die beiden Ex-Herrscher, geprügelten Hunden gleich, zu dessen Ausgang, nun wohl erst recht begreifend, dass ihre und ihresgleichen Zeit abgelaufen sei und nach menschlichem Ermessen wohl auch für immer abgelaufen sein bleiben sollte. Ich würde den Film gern nochmal sehen, besonders weil er beim ersten Mal sehr schwierig verständlich ist. Ich bekomme aber pausenlos Zeichen, die Sendung abzubrechen wegen Zeitmangels. Meine Damen und Herren, ich gebe Ihnen deshalb die Vorschau für die nächste Sendung.